Okay. Irgendwie finde ich hier die Wegpunktangabe schwierig in diesem Etablissement. Nee, das nicht. Ich muss Punkte ausgeben. Warte, was brauche ich jetzt hier? Okay, man kann das bestimmt doch wieder cool kombinieren. Ja, wir nehmen einfach das letzte. 55 BD, 55. 55 BD, 55 BD. Und ich muss ja dann hier zur Seite, warte. BD, 55. So. Viel Spaß, Whitey, beim Spielen. Das nächste Mal Cyberpunk gibt's am Sonntag. 14 Uhr. Du hast unten in meiner Info poste ich sonntags immer den Wochenplan für die nächste Woche. Und an diesen Streams, die da drin stehen, spiele ich immer das Hauptspiel, was jetzt halt aktuell Cyberpunk ist. Und alles, was ich zusätzlich streame, ist dann spontan, aber da spiele ich dann andere Sachen. Also an diesen angekündigten Streams, da gibt es dann immer das aktuelle Hauptspiel. Und mit Cyberpunk geht es am Sonntag weiter. 14 Uhr. Genau. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schön, dass du da warst und viel Spaß in Night City. Ich hätte gern wieder so ein Breach-Code, wo ich alle drei. Alle drei Zeilen freischalte. Das wäre cool. Warte mal, die 11. Wo ist die 11? Werfen wir mal einen Blick. Kann ich das wieder zumachen? Nee.
Blut, noch frisch, nicht viel, stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Die haben hier komische Sachen gefilmt, Johnny. Sieh dir Sicherheitsaufnahmen an. Siehst du's? Bastian, da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklinkt. Rausgerissen worden? Ich frag mich, warum. Wo sind die Sicherheitsaufnahmen? Hier ist halt nichts. Das führt mich ja nach draußen. Nach draußen komme ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Wegpunkt ist halt richtig mies. Okay. Wo sind die Sicherheitsaufnahmen? Was ist das? Der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Ich glaube auch, dass sie Kopfschmerzen hatte. Ich glaube, ihr ging's nicht gut. Okay, ist das jetzt hier hinten der VIP-Bereich? Aber VIP-Bereich steht da, geht nach unten. Wo ist der VIP-Bereich? Ich habe nicht aufgepasst.
Der erste Stock ist nur für VIP-Kunden. Wen rufen wir denn jetzt an? Hast du eine Schlüsselkarte? Darf ich Ihre Berechtigung sehen? Hast du eine Schlüsselkarte? Ich bin VIP. Darf hier sein. Was willst du heute? Irgendwas. Gute Musik. Mich am schnellsten ablegen. Das ist doch der Sinn der Sache. Ja. Lach nicht, Susi. Ich wollte, dass er überlebt. Aber dann sieht ja unten. Also. Der hätte ja die Leiche dann da gesehen. Oder den Bewusstlosen, und dann hätten die mich jetzt gesucht. Weiß ich ja nicht, dass er stirbt, wenn man ihn dann in die Kiste legt. So. Warum fangen Sie dann jedes Mal ein Gespräch wieder da an, wo Sie letztes Mal aufgehört haben? Hast du den Raum noch aufgemacht? Hättest du ihn ja da liegen. Naja. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Ja, nicht so schnell. Hier ist nämlich Loot, siehst du? Bitchcode! Oh, wir können 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, wir können alles rein theoretisch knacken. Also 7a. 55. 1c. Nee, das geht nicht. 7a. 55. 1c. E9. 7a. Yay, wir haben alle drei. Viel Spaß im Lurk, Nico. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Elden Ring, falls du jetzt noch ein bisschen Elden Ring spielst. Aber schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Und ja, viel Spaß im Lurk. Geh mal rein. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin keine Kundin. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Keine Leo-Unterwäsche, nee. Ich muss mal was trinken, Chat. Chat, allesamt mal was trinken. Viel Spaß im Lurk, Nico. Chat, was gibt's bei euch eigentlich zum Abendbrot? Oder gab's schon Abendbrot bei euch? Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Der Unfall hatte was mit einem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert hier manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Ich hatte Gummischnüre. Grün oder rot? Oder die gemischte Packung mit den Minischnüren. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Sie ist einfach weggegangen. Rot. Mir gab's Brot. Bei mir gibt's dann auch sowas wie Brot. Ich mache mir heute Sandwich. Ich habe so lange kein Sandwich mehr gegessen. Heute gibt's Sandwich. Und morgen auch. Und wahrscheinlich Freitag auch, weil das Toastbrot muss weg. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman. Wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Dass wir hier einfach überall reinspazieren können, super merkwürdig. Ich habe ja keine Waffe. Oder habe ich eine Waffe? Ups, Chat. Chat, ich glaube, ich werde das erste Mal sterben. Ich habe keine Waffe. Was soll ich machen? Hey,
Ganz ruhig. Entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Bin ich gestorben? Hey, warum? Warum schießt er auf mich? Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Bringen wir es nicht. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Solange mich niemand sieht, ist alles gut. Bin nicht gestorben. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Guck mal, die ganze Minimap da oben. Ist voller Leute. Doch eine Waffe gefunden vorhin. Fällt mir gerade ein.